Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play. Anschalt 2. Momfies sind hier schwer verletzt am, ja, am Zugende. Ja, wir wollten unsere Freundin retten, Chloe. Gar nicht gut. Und das ist daraus geworden. Wir wären fast gestorben. Okay, das hat sich gereimt. War gar nicht Absicht, aber es ist. Oh Gott. Was hab ich mir gedacht? Die Ganoven-Ehre. Loslassen wäre leichter gewesen. Ja, aber du willst dabei nicht drauf gehen. Ach komm, kleine Pause. Du musstest den Helden spielen, was? Oh 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 oh. Verdammt. Das ist nicht zu laut. Aber wir müssen den Dolch haben. Hoffentlich hält die. Noch ja. Na Gott, danke für deine guten Dienste, Herr Stange. Und knack. Ja, gerade schwer verletzt war, das kam richtig so viel Spaß. Kein gutes Zeichen. Aber auf jeden Fall haben wir Lazarevic ganz schön den Tag damit. Panzer und Lampe ausgeschaltet, schon mal sehr gut. Ah. Oh, oh, Scheiße! Und schon wieder sind wir hier. Terra Firma. Toll. Will ich einmal aufgeben?
Jetzt möchte ich euch zahlen, damit ihr einfach mal gut, damit ihr einfach mal sagt, so, hey. Shit, 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 shit. Dreh. Oh Gott, da bin ich im toten Winkel. Den beiden. Oh, da war ein Sturmgewehr. Können wir weiterhelfen? Sagen natürlich. Welche Waffe in dem Moment jetzt besser wäre? Ich bin ganz klar für Präzision. Gut, aber schwierig. Jetzt kommt mal auf die Situation auch drauf an. Ja, natürlich gibt es dann, dass ich eine Situation habe. Nichts gesehen. Was dich verhört haben, Kumpel. Aha. Nein, 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 nicht mehr davon. Wo ist der jetzt unter mir? Ich bin schon weit vorausgelaufen. Oh, ja. Jawohl. Also, wie ich mal ausgeschaltet habe. Oh, ich sehe dann keine Präzision mehr. Wo war der hier unten eigentlich? Was mit dem eigentlich passiert? Hat er... Du machst keine Meldung. Was? Na dann los! Was? Ich geb mir... Ach, komm schon, ich geb mir solche Mühe. Oh Mensch, ich hab so eine Mühe mit euch. Ich hab so eine Mühe mit euch gegeben. So wird's einem gedankt. Nagel den fest! Warum muss ich den gleich festnageln? Also ich bin ja dafür, dass wir das ausdiskutieren. Das ist doch ein schlechter Scherz. Woher wusstet ihr das? Haben eure Soldaten GPS in der Marsch oder was? Das bin ich. Bin schwer verletzt. Tot noch nicht. Ja, fast tot. Ich noch ein paar Kugeln abbekommen. Stopp, die beiden auch weniger. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh Gott. Ja. Und gerade dumme Situation. Was? Ich wollte deine Deckung gehen. Ich wollte deine Deckung gehen. Der ist weggesprungen. Ach komm. Oh, na, wie viel muss ich jetzt nochmal machen? Oh Gott, zum Glück. Ich wollte dann der ins. Ich habe erwischt. 3, 2 Stück, glaube ich, habe erwischt auf einen Schlag. Das ist übel. Was einreißen? Ah. Danke. Wie lange hat es gebraucht, besser rauszufinden? Bam. Herr Prügel! Du verlierst! Wie lange braucht er denn? Ah, braucht zu lange. Nein! Jetzt geht's los. Wow, gut, ich hab noch einen Kontrollpunkt. Jetzt geht doch in. Ich hab doch. Okay, die Szene mag ich nicht. Ich bin einfach zu dumm. Hast du ja Granaten? Darf noch jemand? Oh Mist, ich konnte die Granate reinwerfen können, ne? Toll. Ja, doch, das geht alles. Was denn? Hä? Wo, was? Wie bin ich jetzt tot? Okay, ich bin irgendwie umgebracht. Hui. Oh, sollen sie fliegen? Granatapfel, gute Vitamine. Jetzt bringt das auch dazu. Man tötet sie das nicht, aber... Danke. Bin ich höflich gewesen. Aua. Aua. Ah ja, ist gut.
Und da kommen die Spezialisten. Was? Was denn? Von wo? Ja, toll, von irgendwo wollte ich sehen, wo das nicht sehen konnte. Toll, danke. Liebe, achso, lieber wieder weg. Oh Gott, zum Glück gibt es jetzt 1000 Kontrollpunkte. Oh Gott, zum Glück, Alter. Ah, oh. Wo kommst du denn her? Ist doch reichen. Gib die Knarre her. Bitte, ich mit euch auch. Oh. Ich beide erwischt. Wir haben gerade beide bekommen. Ein Schlag. Gut. Oh Gott. Ich brauche eine neue Knarre. Ah Gott. Okay. Zum Glück hat diese Szene 1000 Kontrollpunkte und zwei, glaube ich, wirklich. Halt. Da drüben kann ich rausklettern. Ausklettern. In einem Zustand. Wagt. Na gut, okay. Lass uns beeilen. Ah, vielleicht ist es ein Feuer. Obwohl natürlich Kälte auch ganz gut ist. Für unsere Wunde, aber nicht für unser. Wie ging das? Ein bisschen am Feuer sich zu stellen? Ah, vielleicht ein bisschen. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, aber ich dachte ganz kurz sich aufwärmen. Obwohl das eigentlich. Obwohl es eigentlich ich gut ist. Saja tops and jet. Shepherds are like you. Come on, the topper. Wo bin ich hier? Kadice, Kira Jurumbulega di Cheo Mare. Okay. Kira Mashi was so de Chambore. Wie lange war ich weg? Ja. Tum, tum. Danke. Nein, das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja lang. Danke. Ja, klar, der war immer. Ja, sure. Shepherd Kerang Gudesha. Sho, Ko Keranim de Kejeshi Gudesha. Verdammt, wo bin ich? Sho, Nyanyam de Sho. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Kapitel 16. Wo bin ich? Hm. Oh, ist das cool. Alter, ist das cool gemacht. Versteht mich hier jemand? Hey, Mo. Du verstehst mich nicht, oder? Ah, okay, aber echt toll gemacht. Auch wenn ich es so mache. Dass ich dann wirklich kurz ausruhen muss.
wegen der Verletzung. Das ist immer, oh, wow, ist das toll gemacht. Alter. Ist das cool. Ja, ich komm gleich. Ja, warte, ich komm gleich. Oh, Alter, so eine solche Szene, ey. Oh. Ich muss mich mal orientieren. Ist das schön. Okay, das sind Berge. Boah, ich meine, das ist ja echt gut gemacht, aber diese Szene, ne? Das wird das Game nochmal sowas von auf. Hallo, guten Tag. Verzeihung. Guck mal hier mal ein bisschen um, ne? Ja, ich wollte nicht ran. Oh, genau. Ah, hier will ich ein bisschen umgucken. Weil sonst kommen wir nie uns umgucken, weil wir dauerhaft in die Fresse geschossen werden. Und von irgendwelchen Soldaten von Lazarevich durchkämpfen müssen, aber. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Mal kurz die Ruhe zu genießen. Das hat schon was. Immute Show, genau, Hilfe Gott. Hi. War ein bisschen unhöflich, wenn ich einfach durch das Bild laufe, ne? Ich bin schneller. Naja. Na, Kumpel. Wie heißt du eigentlich? Ich nenne dich einfach. Wie nenne ich dich? Tibetischer Cowboy. Hey. Und, okay. Ich glaube, ich meinst du nicht. Wo ist das Telefon? Ich glaube, in dem Zeitalter sind die gar nicht. Das sind so ein Dorf mit so eigenen Regeln. Es gibt ja noch Dörfer oder noch Regionen, wo tatsächlich eigene Regeln herrschen, ne? Das gibt's ja wirklich, also. Die da wirklich, naja, auch noch ohne Technologie. Den Häusern muss doch Telefon haben. Auch noch ohne Technologie leben. Ich meine. Oh, ja, kennt das Samcho. Entschuldigung, guter Mann. Hey, hast du zufällig ein Handy dabei? Ich glaube, der weiß ja, was es ist. Also auch wie hier die Häuser gemacht werden. Glaube ich eher. Hallo, versteht ihr mich? Was ist die noch eher im Mittelalter erleben? Ich sehe euch zwei, aber. Kuckuck. Ach ja. Kinder und ihre Spießereien. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudisha. Ja, Nia Gotsison. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, toll. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet
um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Tingsanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyamde Sho. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du dachtest ihn denkt. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck was. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Kapitel 17. Bergsteigen. Oh, geil. Schwer verletzt. Naja, nicht mehr ganz so schwer verletzt, aber verletzt dürfen wir, glaube ich, immer noch. Obwohl, wir können schon wieder Linie machen. Ja, ist schon gefeilt. Okay, die Beweise, dass es so viel Macht gibt und die Beweise für die Expedition finden wir in der nächsten Folge. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich habe jetzt mal wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play. Uncharted 2 Mumfies. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lassen. Das würde mich sehr freuen und würde dem Kanal wie auch dem Projekt weiterhelfen. Haut rein, bis dann. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.